Ich darf euch recht herzlich zu einem neuen Video willkommen heißen. Heute möchte ich euch einen Screencast liefern, der ergänzend zu meinen beiden letzten Podcast-Episoden passt. Und da ging es um das Thema, ihr ahnt es vielleicht schon, um das Thema Messenger-Marketing. Und im ersten Teil dieses Podcasts oder dieser kleinen Podcast-Reihe, wenn man das so formulieren möchte, ging es sehr allgemein darum, warum Messenger-Marketing das neue E-Mail-Marketing werden könnte. Ich zeige euch das mal gerade. Ein wirklich sehr ausführlicher Artikel ist das geworden, den seht ihr hier. Da habe ich bin auf sehr viele Punkte eingegangen. Also warum Messenger-Marketing? Warum es immer attraktiver wird? Wie es mit dem Thema Performance-Werte versus E-Mail-Marketing aussieht? Also ich gehe auf eine ganze Menge Aspekte zu diesem Thema ein. Natürlich noch wesentlich ausführlicher als hier in der Zusammenfassung im Podcast. Von daher kann ich euch nur empfehlen, die Podcast-Episode www.digitalesunternehmertum.de/102 euch anzuhören. Die 104 ist dann die zweite Variante. Beide Links gibt es natürlich auch in der Videobeschreibung hier. Heute soll es darum gehen, den Dienstanbieter, mit dem ich das Messenger-Marketing umsetze, ein wenig vorzustellen, beziehungsweise deren Funktionalität. Ich habe das im Podcast sehr ausführlich beschrieben, aber ich finde, ergänzend dazu passt das einfach, wenn man das nicht nur im Audio hört, sondern auch visuell in Bewegtbild. Und deshalb gibt es hier diesen Screencast. So, ihr seht schon, ich befinde mich in meinem Account. Im Dashboard sehe ich wichtige KPIs über Neuanmeldungen, Nutzerentwicklung, Klicks, Conversions und so weiter, von welchem Messenger aus oder wie die Anzahl der Messenger je Nutzer ist. All das kann ich mir anschauen. Gleichzeitig habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, wenn ihr euch neu angemeldet habt, einfach das Widget zu kopieren per Copy und Paste auf eure Webseite und dann ist das Teil auch schon aktiviert und verfügbar. Vorausgesetzt, ihr habt alle Messenger, die ihr bedienen wollt, in eurem Account aktiviert und das zeige ich euch gleich. Gehen wir zunächst Punkt für Punkt durch. Der Newsletter-Bereich ist der Bereich, wo ihr quasi mit euren Nutzern kommunizieren könnt. Hier könnt ihr ganz normal Text verfassen, wie ihr das sonst auch macht. Ihr könnt aber nicht nur Text verfassen, sondern auch Bilder integrieren, Videos, Audio oder PDF-Dateien bis 5 Megabyte und habt dann die Möglichkeit, euren Messenger-Abonnenten per Knopfdruck allen diese eine und selbe E-Mail, beziehungsweise nicht E-Mail, sondern Message zukommen zu lassen. Ist das nicht genial? Gerade im B2B-Bereich oder auch im B2C-Bereich, im Business-Bereich, so muss es eigentlich heißen, ist das doch eine ganz geniale Geschichte, wenn ihr auf direktem Wege mit eurer Zielgruppe interagieren könnt. Denn ihr könnt nicht nur die Daten verschicken, sondern auch der Nutzer kann euch antworten, anonym, ohne dass die anderen im Verteiler sehen, was geschrieben wird. Man sieht auch keine Rufnummer. Das ist alles nur hier bei diesem Dienstanbieter What's Broadcast gespeichert. Das heißt, eine sehr sichere Sache. Auch vom Datenschutz her müsst ihr da keine Sorge haben. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst, wie ich finde. Und so habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, sehr direkt mit eurer Zielgruppe zu interagieren. Im Bereich Zielgruppen habt ihr dann, das finde ich genial, die Möglichkeit, auf verschiedene Targetings zurückzugreifen bzw. zu erstellen. Das heißt, ihr könnt verschiedene Filter setzen und hier entsprechende Stati definieren, die dann eine gewisse Bedingung, eine neue Gruppe kann angelegt werden und ihr habt dann die Möglichkeit, zukünftig bestimmte Nutzer oder bestimmte Gruppen, bestimmte Targetings, also bestimmte Ziele entsprechend zu verwenden und dann ganz gezielt die Message sogar auszusteuern. Im Bereich Chats
seht ihr dann die Kommunikation? Das heißt, wenn einer eurer Nutzer antwortet, würdet ihr das sehen unter erledigte Nachrichten. Da könnt ihr dann das Häkchen setzen, sind dann alle Nachrichten hinterlegt. Ich habe das einmal gemacht, teste das hier gerade mal, aber möchte natürlich nicht, dass die Rufnummer zu sehen ist. Gut, gehen wir weiter. Das Thema Nutzer lasse ich aus, weil da jetzt schon zwei Nutzer sich registriert haben, dann sieht man deren Rufnummer. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber im Bereich Statistiken könnt ihr diverse Statistiken euch abrufen, wie die Nutzerzahlen sich entwickelt haben pro Tag oder aber wie die Chat, wie die Kommunikation war. Ihr könnt auch hier unter Details sehen, was genau kommuniziert wurde. Ihr habt die Möglichkeit, ein Click-Tracking vorzunehmen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, ist ganz jungfräulich. Ich habe mich gerade erst angemeldet. Dann gibt es Statistiken zum Umfragebot und zum Chatbot-Bilder. Was das ist, das erkläre ich euch jetzt. Unter Bots seht ihr diese beiden Varianten. Der Umfragebot ist, glaube ich, selbsterklärend. Genau, da geht es darum, dass ihr euren Teilnehmern, euren Abonnenten Umfragen stellen könnt. Ganz individuell könnt ihr die entsprechend hier aufführen. Der Nutzer kann via WhatsApp, Facebook, Messenger darauf antworten und ihr bekommt direkt ein Feedback. Also eine unheimlich geniale Sache. Natürlich auch unter der Bedingung bzw. aufgrund der Tatsache, dass, wie in dem Podcast ihr hören könnt, die Öffnungsraten bei Messenger-Diensten und auch die Klickraten um ein Vielfaches höher sind als im E-Mail-Marketing beispielsweise. Wir reden hier von 80-90% Öffnungsrate und 25-30% Klickrate, je nach Branche, je nach Verteiler. Also das sind schon sehr, sehr gute Werte und stellt euch vor, ihr möchtet eine ganze Menge an euren Abonnenten befragen zu einem Produkt, zu einem Thema, dann habt ihr hier unheimlich hohe Response-Quoten in der Regel. Die zweite Variante des Chatbots, das ist der Chatbot-Bilder. Eine super geniale Sache. Hier habt ihr die Möglichkeit, Nutzerfragen zu simulieren bzw. direkte Antworten zu hinterlegen. Das heißt also, wenn ein Nutzer beispielsweise die Frage stellt, welche Informationen erhalte ich hier, dann schickt der Chatbot automatisiert meine vordefinierte Antwort per Messenger, per WhatsApp, Facebook, wo auch immer, an den Fragenden zurück. Und nur der Fragende bekommt diese Antwort. Und so habt ihr natürlich, je nachdem, wie ihr den Messenger-Service einsetzen könnt, es gibt für vertriebliche Dinge, für Marketing, also hört euch das alles an, das bin ich alles sehr, sehr ausführlich durchgegangen, für Kundenservice, also all die Dinge könnt ihr nutzen, beziehungsweise habt ihr die Möglichkeit, vordefinierte oder auf vordefinierte Fragen entsprechende Antworten zu geben. Das ist aber noch längst nicht alles. Ihr seht, das Menüfeld hat sich verändert. Rund um den Chatbot gibt es noch mehr. Ihr habt hier ein Fenster, was Dialog angeht. Hier seht ihr genau das, was ich angelegt habe. Dann kann man verschiedene Themen definieren, Variablen einstellen. Es gibt sogar ein Datenmodell, was ich hier entsprechend nutzen kann. Eine Analyse, eine Vorschau, eine Dokumentation. Also, das ist ein sehr komplexes Thema. Das Thema Chatbots kommt ja so gerade bei uns, ich hätte mal gesagt, nach Deutschland und eine super gute Geschichte. Und ich denke, das ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange. Von daher finde ich das super, dass man das hier zumindest schon nutzen kann. Unter Einstellungen gibt es dann verschiedene Einstellungsoptionen, also sprich, was alles Opt-in-Einstellungen, Channel-Informationen. Ich kann die Texte vorgeben, die versendet werden. Ich habe die Möglichkeit, mir direkt das Widget zu holen, beziehungsweise auch hier noch entsprechende Parameter zu definieren. Newsletter-Kategorien kann ich anlegen, das auch entsprechend dann oder so anstellen, dass Nutzer sich für bestimmte Kategorien, ich hätte bald gesagt, registrieren können oder interessieren können, sodass sie dann auch wirklich nur entsprechend gezielt Informationen von euch bekommen können. Was Chats angeht, ebenso, und unter API gibt es dann eine Dokumentation, wie ihr auch die Schnittstelle entsprechend nutzen könnt. Also, ihr seht schon, alles, was man braucht, um wirklich ein professionelles Messenger-Marketing umsetzen zu können, gibt es bei What's Broadcast, ein Dienst, den ich nur empfehlen kann. Und wie gesagt, ist dieses Video als Ergänzung
zu den Artikeln unten zu sehen. Und ich werde natürlich beide verlinken in der Videobeschreibung. Hört auf jeden Fall rein. Schaut euch die Zusammenfassung an, die ja auch jeweils sehr, sehr ausführlich immer bei uns in den Artikeln zur Verfügung steht. Und ansonsten kann ich nur sagen, meldet euch für unseren Messenger-Service an. Auch den Link findet ihr in der Videobeschreibung www.digitales-unternehmertum.de/messenger. Tja, das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören und Zusehen. Wir sehen uns und hören uns in der kommenden Woche wieder.